Recht herzlich willkommen hier zum PöllTV Energieratgeber, liebe Zuschauer. Und Sie sehen es schon, wir haben es uns ein heißt wenig... Heißt die Sendung wirklich Energieratgeber? Die heißt wirklich Energieratgeber. Okay. Sie sehen aber schon, wir haben es uns ein wenig gemütlich gemacht. Also normalerweise werden wir natürlich an dieser Stelle über Strom sprechen. Das tun wir jetzt auch, ja. Aber wir sind mal nach draußen gegangen mit Ihnen, quasi in unser Außenstudio, im Studio selber. Und möchten Ihnen gerne mal ein paar Dinge zeigen, die Sie vielleicht gerade jetzt für Ihren bevorstehenden Urlaub, vielleicht einen Campingurlaub mit einem schönen Campingmobil an der Nordsee oder an der Ostsee oder an der Atlantikküste mit Sicherheit hervorragend gebrauchen können. Denn gerade beim Camping ist es ja so, dass man doch häufig auf den ein oder anderen Komfort verzichten muss, nicht unbedingt möchte, aber nun mal leider doch muss, weil man vielleicht nicht unbedingt immer die nötige Beleuchtung oder die nötige Stromzufuhr zur Verfügung hat. Und genau deswegen haben wir uns mal die Köpfe zusammengesteckt und überlegt, was gefällt unseren Campern denn eigentlich für die schönste Zeit des Jahres ganz besonders gut. Wir werden verschiedenste Dinge zeigen, aber hier ist es ganz schön dunkel, möchte ich mal anmerken. Ja, wir sind hier. Ist das schlechtes Wetter oder ist das Dämmerung? Es ist die Dämmerung und ich habe da das richtige Werkzeug. Du hast die Lösung für uns. Ich habe die Lösung, ja. Weggucken, Carsten. Oha, jetzt wird es richtig hell. Ach, boah, das ist ein, wie hell das ist. Ist das nicht irre? Oh, guck da bitte nicht rein. Nee, ich guck da nicht rein. Das ist wirklich zu hell. Das kann man auch dimmen übrigens. Das ist ein richtig ordentlicher Akkustrahler. Sie sehen kein Kabel dran, keine Batterien dran, der hat einen Akku. Den können Sie ganz normal am USB-Netzteil aufladen oder auf der Rückseite haben wir sogar ein Solarpanel, mit dem das wieder aufgeladen wird. Es oh, das ist mal eine schöne Farbe. Schau mal hier. Ja. Oh, so ein schönes Warmweiß. Das ist ganz was anderes. Ihr seid campen und dann hängen wir uns das schön auf. Ja. Muss ein bisschen rausziehen, dann kann man es. Ja, ja. Das hat was zum Aufhängen, es hat was zum Magnetfestmachen, gerade so an Campingmobilen oder so. Hast ja alles magnetisch dran. Ne? Ist so alles magnetisch heutzutage. Und dann kannst du das hier ganz einfach aufhängen. Sieht super aus hier und vor allem braucht es ganz, ganz wenig Strom. Das ist halt diese LED-Technologie. Es wird auch nicht heiß. Man meint gar nicht, dass so viel Licht mobil überhaupt möglich ist hier. Warmweiß, normales Weiß und Tageslichtweiß. Wir haben hier drei verschiedene Weißfarben. Das macht es noch mal ein bisschen gemütlicher. Und wie gesagt, du brauchst keinen Strom dafür, weil sich das immer wieder selber mit Strom versorgt. Guck mal, im Zelt ist immer dunkel. Schau dir das mal an. Jetzt und dann schön oben ans Zelt hängen. Und dann kann man auch nachts, wenn man im Zelt liegt, einfach noch mal, weiß ich nicht, sich unterhalten. Ja. Ein bisschen quatschen mit Licht. Das ist ja das Schöne. Das ist manchmal durchaus sinnvoll. Ne? Das ist ja das Schöne, ne? Dass du jetzt im Urlaub mal auch die Abendstunden noch genießen kannst und dich hier richtig noch für Atmosphäre sorgen kannst. Also ich bin sowas von begeistert von diesem Strahler. Ja, jetzt habe ich aber keine Steckdose. Wie lade ich das Ding denn wieder voll? Der ist ja doch mal leer gelaufen. Du kannst es entweder hier mit dem USB-Netzteil laden, genau. Da brauchst du eine Steckdose für. Aber hier auf der Rückseite haben wir ein Solarpanel dran. Ach. Da. Guck mal, hier. Das mal den lädt das wieder auf. Ist das nicht genial? Das ist ja wirklich unglaublich praktisch hier. Also perfekt für den Außenbereich. Ja. Brauchst keine Steckdose, hast trotzdem immer Licht zur Verfügung. Ist natürlich auch wind- und wetterfest. Und wenn das einmal geladen ist, leuchtet das 9 Stunden. Das ist eine ganze Menge bei der Leuchtdauer hier. Boah. Was wir aber auch noch haben, ist eine Powerbank-Funktion. Ja. Du kannst hier sogar deine Mobilgeräte wieder dran laden. Weißt du, ich mag diese praktischen Geräte, dass du nicht 3 Geräte mitnehmen musst im Urlaub, sondern 1. Eben hier für Licht, für Power und das ist einfach fantastisch hier, auch noch wetterfest. Sieht auch cool aus in dem Orange, finde ich. Ne? Der ist schon peppig gemacht, aber wie du gerade richtig sagtest, so mehrere Geräte in einem. Ja. Machst du jetzt eine Flugreise, hast du per se immer nur... Guck mal, siehst du das? Ach, guck mal hier. Falls man wirklich mal auf sich aufmerksam machen muss. Ja. Haben wir hier, wie du es gerade eben genannt hast, so eine amerikanische Polizeileuchte. Ja. Nein, jetzt mal ganz ehrlich. Also das siehst du nur wirklich im Dunkeln. Das kannst du nicht mehr verbergen. Ja, und dann weiß jeder sofort, da braucht jemand Hilfe. Einfach auch vielleicht mal im Auto haben. Weißt du, eine Powerbank brauchst du eh immer im Auto. Aber wenn du mal eine Panne hast, ist das besser als jedes Warndreieck, hundertprozentig. Ja, du weißt, so ein Warndreieck, so 100 Meter hinter einem Auto mal aufgestellt, das übersieht man gerne mitunter mal. Ja. Jetzt haben sie hier ganz einfach mal eine Möglichkeit, gerade in stockfinsterer Nacht, wo so ein bisschen abseits der Straße, einfach nochmal anders auf sich aufmerksam zu machen. Aber ich wollte noch was sagen. Grundsätzlich, sag mal, wenn du mal eine Flugreise machst, hast du die 20, 21 Kilo Gepäck im Koffer. Da wird es also auch schon teuer. Ja. Wenn du mehr mitnehmen möchtest, beim Camping kommst du noch auf ganz andere Probleme. Du hast ja auch nicht wirklich viel Platz in so einem Campingmobil. Du hast deine Taschen, du hast den Platz im Campingwagen, vielleicht noch im Auto. Aber der ist ja auch nicht unbegrenzt. Und insofern, je mehr du mitnimmst, desto schwieriger wird es, die Sachen unterzubringen, jetzt hast du hier eine 3-in-1-Lösung. Großartig. Ich habe auch immer das Gefühl, ich fahre ja jeden Tag, sage ich schon, jeden Montag fahre ich von Bremen hierher und jeden Freitagabend wieder zurück.
man meint, jedes zweite Auto ist ein Campingmobil. Das ist so populär im Moment. Viele Momente, ne? Kennst du Leute mit Campingmobil? Ich habe sogar noch, mein Onkel hat einen Camper. Oh. Und das ist ja, Camping ist ja, ich würde mal sagen, so in den letzten 3 Jahren extrem beliebt geworden. Absolut. Aber Camping für viele, glaube ich, immer so ein bisschen, weiß ich nicht. Aber mittlerweile geht ja jeder campen, ja, weil es aber auch so einfach ist. Also Campen ist ja gar nicht mehr wie damals, dass du, sag ich mal, auf den Luxus des Lebens verzichtet hast, sondern beim Campen habe ich gefühlt mehr Luxus als zu Hause. Ja. Mit den ganzen Gadgets, so, die man mittlerweile kaufen kann. Ja, und bei den Hotelpreisen, bei den Flugpreisen, ja, jetzt aktuell ist das eine durchaus willkommene Alternative. Übrigens über 400.000 Camper in den letzten Monaten, die sich schon angemeldet haben. Beliebte Reiseziele übrigens der Schwarzwald und die Ostsee, wenn ich mich noch richtig dran erinnere. Aber wir waren beide an der Ostsee dieses Jahr schon. Ne? Ja. Wunderschön. Du hattest aber schöneres Wetter als wir. Ich hatte schöneres Wetter. Das ist immer so eine Sache anders. Aber egal, diese Lampen machen natürlich auch jedes Wetter mit. Du hattest jetzt gerade die, ich sage mal, normale Version. Ich habe hier die XL-Version dieser Lampe. Guck mal hier. Die ist noch mal heller. Klar, wir haben eine größere Fläche. Auch hier wieder 3 verschiedene Farben. Und natürlich dieses Alarmlicht. Auch hier eine Powerbank-Funktion drin. Bei deiner, bei der normalen, haben wir 4500 mAh, also gut 3-mal wieder aufladen, 2-3-mal das Handy wieder aufladen. Hier haben wir sogar 8400 mAh. Da kann man mal, wenn das geladen ist, die ganze Familie mit Strom versorgen. Das sind die beiden, die wir hier haben. Beide ähnliche Funktionen. Die eine ist, diese hier ist ein bisschen größer und ist noch mal ein bisschen kräftiger. Auch mit Solarpanel natürlich. Ein bisschen kräftiger ist gut. 2400 Lumen. Ja, das könnte man dem Stadion vom 1. FC Köln, dem Rhein-Energie-Stadion, verkaufen als Flutlichtanlage jetzt hier. Also das ist schon Spitzenklasse, was wir Ihnen hier gerade anbieten für knapp 20 oder knapp etwas mehr als 40 Euro. Die ZX74,94 und die 569 für die kleinere. Die ZX63,88 und die 569 bitte für die größere Variante. So, jetzt kommen wir mal zu dem allgemeinen Problem, das man natürlich immer wieder im Urlaub hat. Man ist natürlich unterwegs, man hat das Handy immer am Mann. Sie kennen das, Sie möchten soziale Netzwerke bedienen, Sie möchten abends mal Musik hören, Sie möchten Ihre Fotos machen, mitunter aber zwischendurch telefonieren, haben die ganzen Tickets, Eintrittskarten, alle komplett auf dem Handy. Und was passiert? Schwarz. Nicht. Gar nichts passiert. Schwarz, kein Strom. Ist der Akku schon wieder leer? Ist der Akku schon Hast wieder leer? Hast du schon wieder am Handy? Hast du schon wieder zu viel am Handy Ich mache gespielt? So viele Fotos, bin so viel in sozialen Medien unterwegs. Ach, du weißt ja gar nicht, was man so als Moderator alles immer für soziale Verpflichtungen hat. Aber da muss ich auch immer gucken nach den Preisen hier bei Pearl TV. Also ich brauche das einfach. Da du ist auch, das oder? Handy schneller leer, als du stipsen kannst. Guck mal, wir haben hier eine geniale Powerbank dazu. Wo habe ich sie hingelegt? Die ist wirklich genial. Willst du mal laden? Ich möchte laden. So. Endlich wieder Handy. Bitte laden Endlich Sie wieder jetzt. Handy. So. Also, riesengroße Kapazität, das versteht sich von selbst hier bei unseren Powerbanks. Die hier hat tatsächlich 10.000 mAh, also noch mehr als die beiden Strahler eben. 4-5 Mal, würde ich sagen, kann man damit ein Handy wieder aufladen. Und Sie sehen, das kleine Äpfelchen ist schon zu sehen. Gott sei Dank, das Äpfelchen ist zurück. Ja, man muss ja am sozialen Leben teilnehmen heutzutage. Geht Hallo, gar nicht endlich mehr bin ohne, ich wieder ne? da. Telefonieren kann man endlich übrigens auch mit Handy. Ja, stell dir mal, du bist irgendwo und willst dich irgendwie kurzschließen mit Bekannten, mit Freunden. Pass auf, wir sind nicht beim Italiener essen, sondern beim Franzosen oder so. Ja, und dann? Ja. In Spanien. In Spanien. Ja, da brauchst du ein Handy für, das garantiere ich dir, um das abzusprechen. Also Spaß beiseite, ist ein ganz tolles Modell. Doof ist natürlich nur, wenn beides dann leer ist. Wenn das Handy leer ist und wenn dann also auch mal die Powerbank irgendwann leer gelaufen ist, gibt es dann eine Möglichkeit, dass wir da was gegen tun? Wir haben ein Solarpanel auf der Vorderseite und eine Kurbel auf der Rückseite, die ganz elegant im Gehäuse untergebracht ist. Das heißt, diese Powerbank wird niemals leer. So, und das ist natürlich eine Stromversicherung, die Sie gerne haben möchten. Sie wissen, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Im schlimmsten Fall ist das Handy alle oder das USB-Gerät. Gibt ja noch andere Gerätschaften, die man mitunter mit USB-Strom versorgen möchte. Und auch die Powerbank ist leer. Dann kurbeln Sie ganz einfach die nötige Stromreserve wieder zurück in die Powerbank. Ansonsten legen Sie es ganz einfach mal ins Licht oder laden es an der nächstbesten Steckdose wieder auf. Über das Solarpanel haben Sie auch keinen Selbstentladungseffekt mehr. Das Ganze sehr, sehr günstig, sehr kompakt und vor allen Dingen sehr leicht von dem eigentlichen Gerät her. Für Guck knapp mal hier, 25 das USB-Kabel ist auch schon mit drin. Das ist natürlich auch praktisch. Ist das nicht genial? Das ist wirklich sehr praktisch. Schau ist hier. Mit integriert hier. Das ist klar, kannst du auch nicht vergessen. Kannst du auch nicht vergessen. Großartig. Das ist super, wenn wir über die nächste sprechen. Die ZX34,48, die 569, die Bestellnummer für Modellvariante Nummer 1. Jetzt haben wir meines Erachtens die Energiereserve
für die ganze Familie oder die ganze Woche, je nachdem, wie Sie es sehen möchten. Und vor allen Dingen hat bei dieser Powerbank meines Erachtens mal jemand wirklich bis zu Ende gedacht. Ja. Das ist so ein Rundum-Sorglos-Paket. Von vorne, ne, bis hinten durchgedacht. Ja. Das Genialste überhaupt, oder? Das Genialste überhaupt. Und ich zeige Ihnen das mal. Das sind hier diese wunderbaren Kabel. 4 Kabel. Das heißt, wir können unsere Geräte direkt von der Powerbank laden, ohne noch das Kabel dann brauchen zu müssen. Weil wie doof müsste man sich vorkommen, wenn man campen geht. Man nimmt Powerbank, alles mit und dann hat man die Kabel vergessen. Du hast alles gedacht, bloß Ladekabel, genau, zu Hause gelassen. Ja. Du und weißt, wo es liegt, aber du kommst nicht dran. Die sind aber mit der Powerbank fest verbunden. Also ich kann die, nicht vergessen oder liegen lassen. Nee, die sind fest dran. Das ist sinnvoll. Die sind fest und vor dran. Allem, wenn ich sie nicht brauche, kann ich sie auch einfach wieder super verstauen. Also die baumeln nicht rum, die machst du einfach ins Gehäuse rein. Sondern passen hier perfekt rein, super einfach und zack. Zack. Däh. Mit Kurbel sehe ich gerade. Ja, ja. So. Auch diese Powerbank lässt sich wieder ankurbeln. Wenn mal kein Strom da ist und Sie haben vergessen, das in die Sonne zu legen oder aufzulegen, das hat natürlich auch ein Solarpanel dran, dann können Sie hier Strom erkurbeln. Diese Powerbank ist das Beste und Innovativste, was ich je gesehen habe. Ja. Wir haben die jetzt so ein halbes Jahr im Programm, würde ich sagen. Du weißt es auch, Carsten, ne? Ja. Aber ja, den Preis hatten wir noch nie. Nee, also den hatten wir wirklich noch nie. Das ist ein Schnapper. Das würde ein Schnapper. Normalerweise kostet das gute Stück bei den Kollegen von Pearl.de unter anderem knapp 72 Euro. Wir haben aber hier gerade aktuell eine Sonderaktion für Sie laufen, gerade im Hinblick auf den Sommer, wo viele eben draußen unterwegs sind und in der Regel nicht alleine. Da hat natürlich jeder mittlerweile ein Handy mit dabei. Haben wir das gute Stück auf knapp 50 Euro runtergesetzt. Das heißt, hier haben Sie eine Preisersparnis von über 20 Euro, fast 22 Euro Ersparnis, wenn Sie jetzt zugreifen. Auch die finde ich übrigens von der Haptik und auch vom Gewicht her durchaus überschaubar. Also ja, von der Haptikklasse, ne, vom Gewicht her überschaubar. Viele Powerbanks, gerade mit einer größeren Ladekapazität, ist gleich so backsteinmäßig. Die ist ja anders. Die ist rund, die fasst sich sehr angenehm und leicht, an. Die wiegt, nicht viel und die kann man eben überall hin mitnehmen. Und dann gibt es nie wieder irgendwie einen Grund, warum Sie Ihr Mobilgerät dann nicht laden können. Ja. Weil wir haben ein Solarpanel dran, wir haben eine Kurbel dran und Sie können es natürlich auch normal laden. Wir haben sogar Power Delivery, Sie wissen das, die neuesten Handys von dem abgebissenen Apfel und auch von der Android-Welt nehmen USB-C, die ziehen richtig viel Strom, ist hier mit drin schon. Für ein normales USB-Netzteil für diese Geräte musst du schon 50, 60 Euro hinlegen. Hier ist das schon mit drin, Schnellladefunktion. Und wie gesagt, alles sehr elegant untergebracht hier in dem Gehäuse. Also sowohl die Kurbel als auch die Kabel stehen nicht raus. Und das können Sie dann hier ganz bequem überall hin mitnehmen. Das ist wirklich die beste, innovativste Powerbank, die ich je gesehen habe, weil wirklich an alles gedacht wurde. Ich habe das noch nie gesehen, dass alle Ladekabel hier integriert sind. Ja. Eine Kurbel-Powerbank haben wir schon mal gehabt, Solarpanel haben wir auch schon mal ab und zu. Beides zusammen mit diesen Kabeln, dieser enormen Kraft, die hier drin ist. 30.000 Milliampere. Irre, ne? Locker, also 10-mal kriegst du locker ein Handy wieder mit voll. Ja, oder 5-mal die gleiche, die ganze Familie. Es ist wirklich toll hier. Das ist ja, also das ist unsere richtige Family-Plus-Packung für knapp 50 Euro. Mit der ZX7341 und der 569. Ob ich Ihnen jetzt raten würde, 30.000 Milliampere zu erkurbeln, weiß ich nicht. Also das dauert schon ein bisschen länger. Ja. Aber mitunter reichen ja dann mal für den berühmten Anruf, wenn das Handy dann leer ist, einfach mal eine Minute oder zwei kurbeln, dann hast du den nötigen Saft dafür. Vielleicht möchtest du auch ganz einfach mal eben schnell noch mal ein schönes Foto schießen oder vielleicht noch mal 10, 15 Minuten Musik hören oder sowas. Dann kannst du die Energie ohne weiteres dafür auch mal erkurbeln. Also wir haben jetzt bei unserer Camping-Ecke jetzt hier für vernünftiges Licht gesorgt. Die beiden Strahler fand ich persönlich absolut gigantisch. Sowohl den kleinen als auch den etwas größeren. Reserveenergie für alle unsere USB-Geräte haben wir jetzt auch in Hülle und Fülle gesehen. In zwei verschiedenen Varianten. Übrigens beide ausgesprochen robust und wind- und wetterfest. Was machen wir aber jetzt? Guck mal, wir sitzen da mit dem Laptop. Ich möchte auch, was machen wir jetzt, wenn wir eine Steckdose brauchen? Was machen wir denn? Gehen wir ins nächste Restaurant und machen dem Wirt schöne Augen, oder? Nee, blöde Idee. Ich arbeite auch im Campingurlaub. Ja, wir sind. Ja, ihr seid auch zwei Influencer. Ja, ihr seid nicht so Faulenzer wie ich, die einfach Feierabend machen. Ja, nee, man muss ja an den sozialen Medien teilhaben, an der sozialen Welt. Da findet das Leben ja heute statt. Ja, aber mach ich ja, wenn der Akku leer ist. Ja, dann lädst du es ganz einfach an einer Steckdose. Wir haben nämlich ein mobiles Solarkraftwerk für Sie. Ich stelle mich mal eben hin und baue das für Sie. Ich installiere es jetzt mal für Sie. Ein komplettes Solarkraftwerk mit Speicher. Das heißt, der Strom steht mir dann auch abends zur Verfügung.
Das ist das Solarpanel. Sie sehen, das kann man ganz einfach mit einer Hand tragen. Das ist ja wie ein Köfferchen hier, guck mal. Wie so ein Tapeziertisch, also auch von den Maßen her. Das klappe ich jetzt mal auf hier. Das ist ja das Geniale, dass das alles mobil ist, nicht viel Platz wegnimmt. Schauen Sie mal, so ein großes Solarpanel, wo ich dann eben auch entsprechend Strom rausnehmen kann. Ich nehme mal das Kabel hier raus, das brauche ich gleich noch, nach hinten. So, und dann lege ich das ganz einfach hin. Hier sind Füße drin, das heißt, es stellt sich automatisch gleich im richtigen Winkel zur Sonne. Wie genial ist das denn? So, auf, zack. Jetzt habe ich den ersten Teil erledigt. Jetzt mache ich den zweiten Teil. Ich hole mir meine Steckdose. Er holt sich eine Steckdose. Haben Sie das gehört? Auch die kann ich ganz einfach... Noch vor 2 Jahren hätte ich dich für bekloppt erklärt, hättest du mir das gesagt. Ich hole mir eine Steckdose. Ich hole mir eine Steckdose. Gib mir mal die Kiste da. Da stelle ich das mal rauf, dass wir es alles schön sehen können. So. Das ist das Herzstück dieser Solaranlage. Was ich jetzt machen muss, ist ganz einfach dieses Kabel nehmen, hier vorne reinstecken, das geht auch gar nicht falsch. Sie sehen, rot auf rot, schwarz auf schwarz. Dock. Dann schalte ich es ein. Oh, geht schon los hier. Siehst du am Display? Siehst du hier am Display? Und jetzt gib mir mal den Stecker von deinem Laptop. Ja, wird auch mal Zeit, damit ich endlich weiterarbeiten kann. Ja, ich musste doch auch die erklären, Community wie das wartet. Geht. Entschuldigung. Ja? Ihre ich Follower sind schon ganz nervös. Ich brauche Strom. So. Na, muss ich hier reinstecken? Steckdose. Ich brauche mehr Strom. So, jetzt steckt's drin. Und Merve hat Strom. Und endlich kann ich wieder am PC arbeiten. Auch im Campingurlaub, in der größten Walachei, egal wo, Hauptsache Sonne. Das ist ja wirklich so, ne? Ich sag mal, das ist ja eine sogenannte Insellösung, wenn du so möchtest. Kannst auf einer einsamen Insel stranden. Wenn du Laptop dabei hast, deine Powerstation, deinen Energiespeicher und das Solarpanel, kannst du dich jederzeit völlig frei mit Strom versorgen. Ja. Ist das jetzt nur für so einen Laptop gedacht oder geht da auch noch ein bisschen was Größeres dran? Oh, Carsten, wir können hier Geräte bis zu 2000 Watt anschließen. Es war ja ein bisschen warm gestern und vorgestern. Ja. Und heute steht die Luft. Wir haben ein bisschen Gewitter, aber die Luft steht. Guck mal, was ich noch mitgebracht habe. Ich habe einen Luftkühler mitgebracht. Und den kann ich jetzt, ich nehme ihn mal eben. Genau. Und steck den hier rein. Auch der geht gleichzeitig. Endlich. Das geht gleichzeitig? Natürlich geht das gleichzeitig. Guck mal, ich mache den mal an. Ich mache ihn mal an. In 2 Punkten. Also das heißt, ich kann laden und Strom entnehmen gleichzeitig. Und ich kann also auch mehrere Geräte gleichzeitig anschließen. Muss mich also nicht mit einem begnügen. Nein, du kannst mehrere Geräte anschließen. Guck mal, hier vorne haben wir nicht nur 220 Volt. Wir haben auch noch USB, wir haben 12 Volt. Hier ist wirklich an alles gedacht. Und jetzt können wir hier, er ist schon hier, ui, das kommt aber schön kühl raus. Das haben wir hier kühle Luft. Sie nehmen Ihre Kühler mit. Ganz, ganz einfach. Wenn es mal heiß ist, ist das unerträglich. Im Zelt, im Wohnwagen oder auch draußen. Diese Luftkühler kannst du ja auch nach draußen stellen. Die brauchen natürlich auch Strom. Und hier geht das wirklich ganz, ganz einfach. Man kann hier also wirklich grenzenlos, sage ich mal. Also das stimmt wirklich. Wir haben hier 2000 Watt an Leistung und wir haben hier knapp 1500 Wattstunden an Kapazität im Gerät selber. Das heißt, auch wenn Sie jetzt mehrere Geräte gleichzeitig betreiben möchten, heißt es nicht, dass Sie dafür eine halbe Stunde Zeit haben, sondern richtig ordentlich Kapazität. Da kannst du dir locker mal über den Abend mithelfen. Ich habe dir jetzt selber einen schönen Tischgrill gekauft, so einen Elektrogrill am letzten Wochenende. Sowas kannst du auch damit betreiben. Ja. Tischgrill, ein Wasserkocher. Wir haben eine ganz, ganz nette Zuschauerzuschrift bekommen. Ja. Gestern von einem Kunden. Ja. Der hat gesagt, erst hat er seinen Laptop geladen, er ist 1% runtergegangen. Dann hat er sich Bratwürste gemacht auf dem Elektrogrill. Ja, ja, ja. Dann hat er sich einen Tee gemacht und das war immer noch mehr als halb voll. Also unglaublich. 4 Schnitzel hintereinander hat er gemacht, hat er geschrieben. 4 Schnitzel hintereinander, überleg mal. Er ist wirklich sehr, sehr dankbar. Das ist jemand genau sagt, ich habe Schnitzel gemacht, während ich zelten war. Das ist genau dieser Luxus, den ich zu Anfang meinte, dass wir so viel Luxus beim Campen mittlerweile haben können, dass es sich ja gar nicht mehr anfühlt wie, sage ich mal, so ein bodenständiger Campingurlaub, wo ich alles per Hand machen muss und mein Lagerfeuer anmache. Mit Gaskocher und Luftmatratze. Mit Gaskocher und allem, sondern ich habe ja wirklich, sage ich mal,
den Strom bei mir und könnte alles machen. Ja. Und ich kann mir jetzt auch die Haare föhnen. Also ich könnte mir jetzt noch die Haare trocknen. Also ich könnte mir jetzt noch mit den Haartrockner daran stecken. Guck mal, wir haben hier zufällig einen Haartrockner. Schön duschen gehen. Und dann kann ich mir auch ganz entspannt die Haare trocknen. Tö. Und muss es nicht an der Luft trocknen lassen im Campingurlaub. Ich nehme mal den Laptop raus, aber das ist wirklich beeindruckend, dass wir all diese Sachen hier machen können. Er geht. Dass wir all diese Sachen hier machen können, eben unterwegs. Sachen, die wir nur von zu Hause gewohnt sind, können wir jetzt unterwegs machen. Fernseher anschließen. Ja? Mit Strom, der einfach vom Himmel fällt. Also wir sind nicht an eine Steckdose gebunden. Und das lädt sich ja auch jeden Tag aufs Neue auf. Das heißt, wir haben hier eine unerschöpfliche... Ein Füllhorn an Energie, ganz genau. Das ist doch großartig. Und das auf 9 verschiedenen Steckplätzen gleichzeitig. Die beiden 230-Volt-Steckdosen natürlich großartig. USB-A und USB-C-Steckplätze sind auch noch mit dabei. 12-Volt-Steckplätze und dergleichen. Ich sehe Merve da auf so einer Kühlbox sitzen. Die Kühlbox. So eine thermoelektrische Kühlbox. Da lacht Kühlbox. Der drüber hier, der Speicher. Wenn du den ganzen Tag deine Koteletts oder deine Grillwürstchen in der Sonne stehen lässt, ungekühlt, möchte ich da abends auch nicht in die Box reingucken. Nee. Ja, auch ein warmes Bier schmeckt dir auch nicht unbedingt so lecker. Da hast du jetzt hier verschiedenste Möglichkeiten. Wir zeigen mal grundsätzlich, was theoretisch gesehen möglich wäre. Da sehen wir natürlich auch sehr viel Werkzeug und dergleichen. Also auch durchaus mal für zu Hause interessant, oder? Ja, für zu Hause auch. Sie haben es vielleicht gesehen, wir haben 2 verschiedene Bestellnummern. Ganz, ganz grob für unterwegs ist das die ZX-Bestellnummer, für zu Hause die MW-Nummer. Das erklären wir Ihnen aber gleich auch noch. Wir konzentrieren uns hier auf tatsächlich für unterwegs. Und das ist natürlich spitze, hier auf nichts mehr verzichten zu müssen. Ja. Das geht natürlich unterwegs genauso gut wie zu Hause. Wir sind hier gerade beim Camping, deswegen konzentrieren wir uns natürlich überwiegend auf den mobilen Einsatz. Ich wähle bewusst diese Formulierung, weil sie in der Bestellung, in der Bestellvariante gleich noch eine entscheidende Rolle spielen wird, aber dazu später mehr. Sie können natürlich auch jederzeit zu Hause mal mit so einer Photovoltaikanlage ganz einfach dort für Strom sorgen, wo Sie normalerweise überhaupt keinen Strom zur Verfügung hätten. Zum Beispiel in einer nachträglich gebauten Garage, in einem Carport oder in einem Gartenhäuschen, wo man vielleicht aus Kostengründen oder aus Gründen des Aufwands nicht unbedingt an Strom gedacht hat. Da stellen Sie sich ganz einfach den Stromspeicher hin, das Solarpanel irgendwo fest montiert. Ja. Und dann hast du Strom zur Verfügung. Warum denn nicht? So, wir haben hier einen fantastischen Preis natürlich in beiden Varianten. Mit der 19% und mit der 0% Mehrwertsteuervariante einen ordentlichen Preisvorteil für Modellvariante Nummer 1. Jetzt sind wir bei unserem Klassenprimus, bei Modellvariante Nummer 2 des Stromspeichers. Mhm. Aber wie ist das jetzt mit 19% und mit 0% Mehrwertsteuervariante? Ja. Müssen wir mal ganz kurz drauf eingehen. Wir konzentrieren uns hier auf Camping, das heißt draußen, weg von zu Hause. Da müssen Sie mit 19% Mehrwertsteuer bestellen. Das sind die Anwendungen für 19% Mehrwertsteuer. Alles tolle Anwendungen. Wir haben eben Camping gezeigt, Schrebergarten. Ganz, ganz großes Anwendungsgebiet. Wir haben viele Zuschauerzuschriften, die uns eben gesagt haben, im Schrebergarten hatte ich keinen Strom. Vielen Dank, jetzt kann ich hier meine Sportschau am Samstagabend gucken. Ich kann ein richtiges Licht haben, eine richtige Kaffeemaschine, das geht ja alles da. Halbfinale Deutschland-England, auf großer Leinwand über den Beamer gucken, während des Campingspiels. Ich glaube, es geht erst im Finale mit England. Soll mir auch recht sein. Hauptsache, wir gewinnen 2-1 in der 89. Minute. In der neuen Füllkrug. Ja. Unser Bremer Jung, der hat auch mal in Hannover gespielt. Aber du bist ja eher Braunschweig, glaube ich, ne? Ja. Nobody is perfect. Ich bin Kölner, was soll ich sagen? Ja? Also Herkunft, ne? Aber Fußball, da habe ich gar nicht so einen Lieblingsverein. Doch, Hannover. Sag ruhig Hannover. Immer Kölle. Hallo? Ja. So. Das ist der größte Energiespeicher, den wir hier haben. Wenn Sie es zu Hause aufbauen, haben Sie es auch gesehen, zu Hause auf privatem Grundstück, auch angrenzende Objekte, wie jetzt ein Gartenhaus, Garage, dann dürfen Sie mit 0% Mehrwertsteuer bestellen. Kommen wir vielleicht gleich auch noch mal zu, mal genau, was Sie damit alles zu Hause so anfangen können. Jetzt haben wir hier den Speicher und auch hier ein komplettes Solarkraftwerk mit einem Solarpanel. Ja, Solarkraftwerk. Speicher sehe ich, aber wo ist denn das Panel? Jetzt kommst du hier mit deinem Malerköfferchen. Tu das mal weg, wir reden über Solar. Ich zeichne euch jetzt mal eben. Da würde was rauskommen. Hast du diese Lache gehört? Das war schon gehässig gerade. Die war so gehässig. Habt ihr mich schon mal malen gesehen? Ja, ja. Und? Als wir zu dritt die Tafel hatten und um die Wette gespielt haben. Seitdem wissen wir, er muss üben. Ich muss üben. Ich habe gewonnen. Du hast gewonnen. Ach stimmt, genau, wir haben Pictionary gespielt. Ach stimmt, wir haben Pictionary gespielt. Und da hast du gemalt. Da habe ich gemalt. Das ist das Solarpanel. Wo ist jetzt das Solarpanel? Das ist doch nicht in dem Köfferchen, erzähl mir doch keinen. Diese Fläche haben Sie jetzt zur Verfügung. Nein. Wir wollen natürlich auch ordentlich Strom hier einsammeln. Und schauen Sie mal, ein Solarpanel, 2 Solarpanel,
3 Solarpanel, 4, 5 Solarpanel sind das. Das gibt's doch gar nicht. 200 doch, Watt. Bei Pearl TV. Bei Pearl TV gibt's das, ganz genau. Und auch hier sind hinten wieder ja, so Ausklappfüße, dass es auch gleich im richtigen Winkel zur Sonne steht. Das ist eben das Tolle. Das ist wirklich an alles gedacht hiermit. Zack, zack, zack. Und jetzt machen Sie ganz einfach ein Kabel von hier zu dem Energiespeicher und haben jetzt hier mit diesem Energiespeicher, Entschuldige, dich sieht man gar nicht, Carsten, hier, bis zu 2400 Watt Strom zur Verfügung. So, jetzt, da. Guck dir das an. So, also einfach rein damit. Einschalten. Ja, Steckdose an, hier im hinteren Teil und dann kann es losgehen. Wo sind die Kabel denn eigentlich von dem? Ach so, die sind hier mit drin. In dieser Tasche drin, die sind da, mit oder? Drin in der Tasche, kannst du ganz einfach reinstecken und dann hast du hier die Stromzufuhr. Wie gesagt, 200 Watt. Und der Speicher ist deshalb so groß, weil er, wie gesagt, 2400 Watt uns Leistung gibt und dazu noch eine Kapazität hat von 2 Kilowattstunden. Boah, fast. Das ist ja Hausstrom, schon fast. Das ist wirklich schon fast Hausstrom. Das ist also wirklich, Sie müssen sich das wirklich so vorstellen, als wenn da ein Kabel mit einer Steckdose vom Himmel fällt. Und die können Sie benutzen, der Strom kostet Sie nichts und ist immer zur, steht immer zur Verfügung. Ist das nicht Strom, genial? Komm her. Ja, ist ja. Strom. Gestern waren wir draußen, ne? haben Außensendung gemacht. Wir standen mitten in der Energie, das hast du auch sofort gemerkt. Das hast du direkt gemerkt. Habe ich auf der Stirn, auf den Arm gemerkt und hinten im T-Shirt habe ich es gemerkt. Junge, Junge, 17 Sonnenstunden, das war Erntezeit, Freunde. Und da werden noch einige Tage und Wochen kommen, die uns ähnliche Möglichkeiten bieten. Und die verbringen Sie vielleicht gerne draußen mit dem Komfort von zu Hause, weil Sie jetzt entsprechend den Strom dabei haben. Oder Sie nutzen es ganz einfach auch mal zu Hause. Kurz mal einen Blick zu den Kollegen von Pearl.de, damit wir uns mal das Preisgefüge anschauen können. Da haben wir die Variante in der 0% Mehrwertsteuer Variante hier mit 2.185 Euro knapp. Wir liegen hier bei uns bei 1.765 Euro knapp und das bedeutet, wir haben hier natürlich eine ordentliche Preisersparnis. Gerade eingeblendet sehe ich, ist das die 19% Mehrwertsteuervariante? Das ist die 19%. Bei der 19% Mehrwertsteuer sparst du 500 Euro im Vergleich zu Ach so, darum ging es. Genau, okay, gut, wir sind draußen, deswegen 19% Mehrwertsteuervariante. Jetzt hat auch Blondie das begriffen. 500 Euro sparst du im Vergleich zu Pearl. 500 Steine. In dieser Sendung. Da ist der Urlaub schon fast bezahlt. Das ist doch der Urlaub, gerade Campingurlaub ist auch preisgünstig. Ach, es ist so schön, in Urlaub zu fahren. Und mit solchen Geräten braucht man wirklich auf nichts zu verzichten. Ich hätte größte Schwierigkeiten, auf meinen Kaffee morgens zu verzichten. Oh ja. Du kannst ja einen richtigen Kaffee-Vollautomaten anschließen. Ich könnte mir ja wirklich in der Walachei einen Latte Macchiato zaubern lassen. Ich muss ihn mir nicht selber mit der Hand mixen, sondern ich kann mir meinen Kaffee-Vollautomaten mitnehmen und mir da Kaffee zaubern. Und stellt euch mal vor, was ihr für wirklich Helden auf einem Campingplatz wäret, wenn ihr da so einen Kaffee-Vollautomaten habt auf einem Campingplatz. Das ist eine Geschäftsidee. Das ist eine wirklich gute Geschäftsidee. Das ist, jeder macht sich da morgens den Kaffee mit dieser Kaffeepresse und du stehst da. Und du kommst dann mit so einer Barista-Maschine. Ja. Mit Arabica-Bohnen. Oh. Ein Vollbarista, wirklich auch Sonnenschirm. Ja, musst du doch üben, wie man so Gesichter und Herzen und sowas da mit dem Pulver rauf macht. Mit diesem Milchschwappen. Ja. Ja, wenn du so ein Muster da reinmachst. Es ist wirklich ein Tausendsasser. Ich würde ohne sowas nicht mehr in Campingurlaub fahren, weil ich hier wirklich alles benutzen kann, was ich zu Hause auch benutze. Es ist eine fantastische Möglichkeit, sich mit Strom zu versorgen. Und wie gesagt, mit 2400 Watt Leistung wüsste ich jetzt bei mir zu Hause nicht, was ich hier nicht auch mobil im Campingurlaub benutzen könnte. Jeder hat so seine eigenen Präferenzen natürlich. Kühlung, Entertainment, überhaupt Leben, Kochen. Du kannst so einen Elektrogrill daran machen. Finde ich großartig. Du kannst mal einen Kochtopf anschließen. Nimmst du so eine kleine Kochplatte mit, machst einen Kochtopf dabei. Ja. Eine Fritteuse könntest du mitnehmen, wenn eine du Fritteuse. Hast. Frische Pommes frites beim Campingurlaub. Ja, ja. Brauchst du nicht die teuren dafür 5 Euro. Oder mal Wasser kochen für Reis oder für Nudeln oder für Kartoffeln, mal ein paar Beilagen oder sowas alles. Ja. Die musst du jetzt nicht irgendwie auf so einem Gaskocher oder sowas langsam köcheln, sondern hier mal vernünftig mit vernünftigem Material. Wie sagt Diana das immer? Sie nennt das immer Glamping. Ja, Glamping. Ja, und ich finde der Begriff... Glamorous Camping. Glamorous Camping. Ja. Also, wenn das für Sie Ihr Ding ist, dann ist das vielleicht genau das Richtige, was wir Ihnen heute gezeigt haben. Strom to go. Egal, ob für die kleinen Gerätschaften, jetzt die klassischen USB-Gerätschaften oder eben auch mal größere Sachen mit dem 230-Volt-Anschluss. Wie gesagt, gerade die größeren Dinge mit zwei verschiedenen Bestellnummern. Mobil bitte mit 19% Mehrwertsteuer bestellen. Für zu Hause mit 0% Mehrwertsteuer. Das hat richtig Spaß gemacht jetzt.
Spaß gemacht, ne? Also mit euch beiden würde ich campen gehen. Ja, ich auch mit euch beiden. Du denkst bitte an deine Kaffeemaschine. Ja, ganz wichtig. Und die denken jetzt bitte ans Bestellen. Vielen Dank dafür.